Ja, lange nicht mehr gesehen. Die Aufnahme läuft. Ja, alles gut. Es ist Samstagmittag inzwischen. Es ist so hübsch und schön. Wir müssen mal eben kurz die Zeitzone ändern. So geht das nicht. Ich glaube, 2 war, ne? Genau, 12:48 Uhr. Ah, Hauptmenü. Ja, sieht ein bisschen anders aus jetzt. Ist noch nicht ganz fertig. Wird demnächst eine neue Version geben. So, ja, also Samstagmittag. Der Plan für heute. Erstmal natürlich, wie immer, wie sich's gehört, Inventar aufräumen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir ein bisschen was in die Kisten. Und ich muss mal ein bisschen leiser machen. Das ist ja schrecklich. So. Ah, viel angenehmer. So, wir müssen noch ein bisschen was in die Kisten schmeißen. So, Möbel und. Es sieht so verzerrt aus. Möbel und Objekte. Haben wir denn hier irgendwelche? Guck mal, wir haben hier sogar irgendwelche Objekte. Das kommt hier mal mit dazu. Einfach alles. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Ja, das müsste dann hier hin, ne? Und Steinzeug haben wir hier. So, hier ist natürlich auch bunt gemischt. Dann haben wir hier ein bisschen Erde, ein bisschen Kies und ein bisschen Grünzeug hier hinten zum Ökokram. Das wäre ja Ackerbau, ne? E. Ackerbau. Ackerbau. Zack. Und ein bisschen Samen und Zeugs. Haben wir irgendwas, was wir für den Zeugskram benutzen können? Nö. Oh, hier ein bisschen Gemüse. Das Gemüsezeug kommt auch in den Ackerbau mit rein. Ja, komm, was soll's. So, die Äpfel behalten wir mal. Die Melone kommt mit dazu. Mal hier hinten mal da mit rein tun. Passt nicht ganz, aber geht schon. So, dann haben wir Holzzeug. So. Holz brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ich tue das mal hier mit dazu. Die Stöcker, die brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Also zumindest nicht alle. So, der Feuerstein. Der Sand und Glas war hier. So, dann haben wir ja fast alles durch. Guck mal hier, die Fackeln, die kommen hier oben mit dahin. So, die Setzlinge. Nee, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ökokram. So, Setzlinge sind Ökokram. Ach, da haben wir ganz viel davon. Können die mal hier unten irgendwie hin tun. So. So, die Kohle nehme ich mal mit. Ach, hier ist auch noch was drin. So, die Kohle nehme ich mal mit, um Fackeln zu machen. So. Dann haben wir auf jeden Fall mal ein paar Fackeln. So, Ökokram. Ja, komm, hier ran damit. Holzzeug. Zack, zack. Jo, dann den Hammer, den können wir eigentlich auch mal, können wir hier mit wieder rein tun. Ach, da können wir eigentlich mal einen etwas besser funktionierenden draus machen. So. So. Genau, die Schraubendrehersammlung. Mal so. Zack. Die anderen Items. Meine Güte, was wir schon alles an anderen Items haben. Ja, in der Tasse wurde aufgeräumt. Sehr gut. Dann, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, sonst vergesse ich das nämlich immer wieder. Wir holen mal eben kurz die Fackeln ab. Da ist soweit alles okay. Ich glaube, hier war auch dann sonst auf der anderen Seite auch alles okay. Ja, sieht auch gut aus. Einwandfrei. Schon irgendwie geil, ne? So, was man natürlich irgendwann mal machen kann, hier diese ganzen Fackeln, die jetzt hier draufstehen, die könnte man ersetzen durch Meselampen. Denn ich habe endlich. Street.
sie jetzt nicht geladen oder funktioniert dieser Craft Guard einfach nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Ist egal. Gucken wir ein anderes Mal uns an. Wir haben heute eh was anderes vor. Ja, ich habe die Streetlights Mod so ein bisschen angepasst, dass die jetzt auch ja, vernünftig funktioniert und im Zuge dessen halt könnte man dann hier gucken, dass man hier einen Pfosten reinmacht und dann setzt man hier einfach eine Meselampe drauf, die leuchtet. Das müssen wir mal gucken, aber erstmal lassen wir das so, wie es ist, denn heute gehen wir mal in den Keller. Wir waren hier lange nicht mehr. Dieser ganze Stromkram, der jetzt hier unnötig drin steht, den brauchen wir tatsächlich. Den können wir richtig gut benutzen für verschiedene andere Dinge. Und dieser Strombunker hier, ich glaube, ich hatte gesagt, den behalten wir, aber ich habe mich doch dazu entschieden, dass wir den einfach abreißen. Den ganzen Kram hier unten, den holen wir dann auch raus, aber erstmal gucken wir, dass wir hier oben das ganze Material wegholen und dann machen wir nämlich hier schön wieder Erde rein, wie sich das gehört. Und für Strom haben wir ja im Holzfällerhaus unten. Da ist letztendlich ja das, wo dann der ganze Strom später auch rauskommt, beziehungsweise haben wir ja dann den Turm, den wir benutzen können. Und das, was wir jetzt hier verbaut haben, das können wir für die Vorbereitung auch gut benutzen. Also solange wir noch keinen richtigen Stromturm haben mit den Solaranlagen oben, müssen wir gucken, dass wir eine Alternative finden. Und da haben wir ja was. Und das nutzen wir einfach mal. Das bedeutet, der ganze schöne Strombunker, den wir mal gebaut haben, über Folgen hinweg, der kommt jetzt wieder weg. Ach, dann ist das so. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das machen wir einfach. Wir müssen hier gleich mal gucken, dass wir ein bisschen Licht machen, dass wir auch was sehen können. So. Da unten hin, da unten hin, dahin, dahin. Und dann arbeiten wir uns einmal langsam von oben nach unten durch, holen das ganze verbaute Material raus. Genau, so. Und dann schütten wir das gleich mit Erde auf. So. Abbauen ist immer wesentlich einfacher als wieder aufbauen. So. Zack. Upsi. So. Weil für das Herstellen von den Solarkollektoren, wollte ich gerade sagen, von den Solargeneratoren, da brauchen wir auf jeden Fall Maschinen. Und die Maschinen, die funktionieren natürlich dann mit Strom. Das heißt, wir nutzen den Strom, den wir dann jetzt hier irgendwie mit den Wassergeneratoren erzeugen. Eben einfach dann, um die Maschinen bauen zu können, die wir benötigen, um dann die Solargeneratoren zu erzeugen. So. Und damit wir dann wirklich einmal alles gut haben, machen wir jetzt hier einmal eine große Aufräumaktion. So. So. Ja, Wasser, da müssen wir gleich mal gucken. Also eigentlich brauchen wir sowieso ein bisschen Erde. So. Und dann kommen wir nämlich Steinzeug, dann können wir nämlich hier gleich mal ein bisschen weg tun. So. So und Technik, da kommt das Ding hier auf jeden Fall rein und da kommen die auch erstmal rein, das kommt rein. Das kommt rein. Ach, den können wir auch erstmal rein tun hier. So, dann kommt Glas weg und dann kommt keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ein bisschen werden wir schon gebrauchen. So. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. So. Ah, schon wieder dunkel. Hui. Na komm. Na komm. So. So, hier ist eine Wasserquelle. Das ist alles Wasserquelle hier, ne? So. Hier ist Wasserquelle. Da ist Wasserquelle. Da ist Wasserquelle. Und das sollte es eigentlich gewesen sein, genau. Egal. So, zack.
das? Geht das eigentlich mit dem Schwert schneller? Es geht mit dem Schwert schneller. Warum auch immer. Es ergibt keinen Sinn, aber es ist so. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal. Ach, da oben, da müssen wir auch noch rein, ne, weil wir ja den Kram dann auch bis hinten wegholen wollen. Es ist übrigens sehr hell gerade draußen, das heißt, ich sehe noch weniger als ihr. Ja. Wo geht denn das hin? Ach, das geht oben zum... okay. Wir machen es erstmal zu. Wir bauen das sowieso nochmal irgendwie anders neu. Ja, das heißt, der bleibt offen, aber hier kommt zu. Ah, da ist wieder Licht. So. So, und hier ging es doch irgendwo noch zum Dings, zum Keller. Wo ging es denn hier zum Keller? Oder hatten wir da keinen? Ich glaube, da hatten wir gar keinen, oder? Hatten wir da einen? Wollten wir da einen machen? Ich glaube, da wollten wir einen machen, oder? Gut, ist egal, wir machen es zu. So. So, na komm. Ups, so, so, na, na, na. Na, 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 na. So, 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 ups. So. So. Ja. So ist doch allerliebst. Und weiter geht's hier. Zack, zack, zack. Die schöne Wand. Oh, nee. So. Manchmal muss man auch Veränderungen wagen und einfach mal was so umbauen. Ist ja nicht so, dass man es nicht einfach wieder abreißen kann. Hatten wir hier? Boah, man sieht halt echt überhaupt nichts, ne? Es ist... Es ist zu hell, es ist zu hell. Dafür habe ich einen gesunden Energy Drink. Hm. Ein Millimeter höher, aber es ist gut. So. Es ist hier zu dunkel, es ist hier zu dunkel. So. Hier war auch noch was drin, ne? Genau, hier war ja auch noch Zeug drin. Das nehmen wir mal alles mit. Kann man alles gut gebrauchen später. Kiste kommt auch natürlich wieder mit. So, dann machen wir hier den Boden noch raus. Aha. So, und dann machen wir nämlich alles schön mit Erde zu. Und wir wollen ja hier keine komischen Löcher hinterlassen. So. Zack, zack, zack. So. So, do, 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 dum, do, 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 dum. Einmal schön alles mit Erde aufschütten. Also wenn man es richtig machen müsste, dann würde man natürlich irgendwie Stein benutzen und hier alles mit Stein wieder auffüllen, aber... naja. Erde tut's auch. Und wenn man ein fauler Hund ist, kann man das natürlich auch einfach alles offen lassen. Aber nein. Nein, 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 nein. Hier wird alles ordentlich wieder zugemacht. So. So. So, und wenn man das so halbwegs ordentlich zubaut, dann kommen wir hier auch sauber raus aus der Geschichte. Ohne, dass wir uns allzu sehr einmauern, ohne, dass es allzu dunkel wird. Außer hier natürlich in den Ecken. Und ich befürchte tatsächlich fast auch, wenn ich so viel mitgenommen habe, dass die Erde knapp wird hier zumindest.
Aber die coolen Kinder hätten es natürlich ausgerechnet und hätten gewusst, wie viel Stacks sie mitnehmen müssen, aber nee, nee, wir sind hier nicht so. So. Wir haben es ja gleich geschafft. Und dann kümmern wir uns mal drum, dass wir mal einmal irgendwie Strom aufbauen und dann gucken wir mal, was wir für Maschinen brauchen und wie wir dann weitermachen. Das kriegen wir alles hin. So. Zack. So. Ach, kann man eigentlich mal so machen, so machen. So machen, so. 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 So, und der nächste, wir können hier mal nach oben tun. Oh, bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal ein bisschen was essen. So. So. Und hier auch noch zu. Und dann haben wir hier nämlich. Wo ist hier? Hier ist unsere. Okay, da ist unsere Öffnung. Da haben wir noch ein bisschen Luft. So, hier die Reihe zu, hier die Reihe zu, hier die Reihe zu. So, so, so. Hier zu. Hier zu. Das ist total spannende Aufgabe, aber auch das gehört dazu. So. Haben wir denn? Ja, ein bisschen haben wir ja noch. Guck mal, jetzt haben wir hier auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir hier auf der Seite weiter. So. Zack. So, hier auch zu. Ja, den Cobblestone, den lasse ich jetzt einfach mal drin. Das ist schon okay. Oh, jetzt kommt die Sonne gerade raus und jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr hier. Muss hier irgendwie mal die Sonne so ein bisschen abdecken. Ah, vielleicht doch mal ein Rollo irgendwie für die Dachfenster. Ah, das wäre doch auch mal eine Idee. Kann man zumindest so ein bisschen das abdunkeln. Oder einfach nur nachts aufnehmen. Das ist natürlich auch eine Variante. Einfach pauschal nur ab 22 Uhr. Hm. Die Nachbarn werden es mir danken. So. Naja. Zack, zack. Solange es halbwegs geht und es im Video nachher dann, also das Video dann bitte im Dunkeln gucken soll, sonst ist halt mit dem Licht echt irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Ja, ein bisschen. Bisschen geht noch. So. Ja, vielleicht reicht es ja doch. Zack. Reihe um Reihe einfach zubauen. Gut. Ja. So. Eieiei. Ja, so langsam, ne? So langsam wird's eng hier unten. Aber zumindest reicht die Erde. Das ist auch schon mal ganz gut. So. Oh, da habe ich mich gerade eingemauert. Auch gut. Zack. So. Ja. Ja, guck mal hier. Wie als wenn es abgezählt war. Oder auch eher weniger. So. Zack, 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 zack. Und damit ist der Energiebunker Geschichte. hier war noch irgendwas, was runterging, ne? Ach ne, hier war das. Ne, da war das, was einfach nur dann nach oben ging, okay. So, ho, 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 ho. Jetzt gehen wir einmal ganz außen rum. Einfach nur, weil es geht. Jetzt gucken wir doch hier drunter auch noch mal eben kurz. Naja, siehst du mal, hier ist nämlich noch. Ich wusste es, Junge, ich wusste es. Yay. Yay, ist das weit gewesen. So. Das wird natürlich auch nochmal irgendwann wieder in Ordnung gebracht, dass man dann hier unten diesen Ofen dann auch benutzen kann.
jetzt ist halt erstmal so. Also der ist jetzt erstmal so, ohne dass man was machen kann, weil ist halt einfach so. Ist aber nicht tragisch. Ist nicht tragisch. Das wird ja alles langfristig schön gemacht werden. Komm, wir tun die Slabs. Haben wir jetzt hier und hier, ne? Ja, guck mal, hier haben wir nämlich auch noch Slabs. Dann würde ich sagen, die Slabs, die tun wir hier mal drüber. Scheißegal. Ach, wir tun das jetzt alles hier in die Kiste. Das ist schon okay. So, das hier. Der Steinzeug hier. Das dahin. Da in dem Miste haben wir noch. Nein, haben wir nicht. Nein, so. So, dann haben wir noch die Säge. Wir haben drüben eine, wir haben da eine, wir brauchen eigentlich aktuell keine, ne? So, Werkzeuge und sonstiges. Kommt hier mal mit da rein, die Säge. So, Erde und Kunststoff. Kunststoffplatte. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es vor einiger Zeit noch nicht übersetzt war. Finde ich gut. So. Papier. MV-Kabel. Ja, guck mal, das ist nämlich noch nicht übersetzt. Das ist auch noch nicht übersetzt. Das ist ja eher Kram zum Bauen. Guck mal, das kann man hier mal mit dazu tun. So. 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 Hydro. MV. LV. Ach so, das sind verschiedene. Gut. Der Grinder. Guck mal, einen Grinder haben wir schon, einen Ofen haben wir schon, einen Kompressor brauchen wir noch, einen Extractor brauchen wir noch. Und dann haben wir, glaube ich, alles da, was wir brauchen, um die Produktion von den Solargeneratoren zu aktivieren. Ich gucke das jetzt mal lieber auf meinem Handy eben kurz nach, weil ich weiß halt nicht, ob das Bild dann irgendwie wieder anfängt zu flackern. Zack. Mindtest Project Solar Material Es ist auf jeden Fall verlinkt. Wir brauchen Maschinen, steht natürlich alles nicht dabei. Wir brauchen Alloy, Grinder. Ein bisschen was brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen vor allem Material und da brauchen wir auf jeden Fall eine Kiste für, wo wir das Material reintun können, eine oder zwei. Aber erstmal gucken wir, dass wir die Generatoren, den LV und den MV und das und von der Switching Station, da brauchen wir glaube ich zwei, ne? Weil wir ja den... da brauchen wir noch eine zweite für. Switching Station, die war so teuer. Ich mag die Rezepte einfach nicht. Die sind... Wir suchen uns erstmal einen Platz. Na gut, es ist Nacht. Dann können wir eigentlich auch mal craften. Coppercoil, da brauchen wir die Spulen zu... Spulen und Kupferbarren. Kupferbarren haben wir, die nehmen wir mal alle. Spulen haben wir auch, die nehmen wir mal auch mal alle. Und dann machen wir erstmal ein paar hiervon. Das Schöne ist, sie sind ja wiederverwendbar, also von daher alles gut. So, dann Switching Station. Dann brauchen wir Fiber. Fiber macht man aus dem Kleber. Kleber haben wir noch. Haben wir noch Fiber irgendwo? Nee, haben wir nicht. Dann machen wir hier Kleber benutzen. Ach, und schon ist es wieder Tag. So. Machen wir kurz mal ein bisschen. Ist ja zum Glück recht ergiebig, das Rezept. So. Und dann
Eisenpopeisen. Guck mal, am Eisen scheitert es nämlich jetzt, ne? Kupfer. Kupfer. Zinn. Ist ein bisschen peinlich gerade, ne? Wir haben kein Eisen. Wir haben kein Eisen. Haben wir drüben vielleicht noch Eisen? Das wäre ja blöd, wenn es dann jetzt am Eisen scheitern würde. Junge, 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 Junge. So. Yay. Komm hier, die kann man auch mal mitnehmen. So, bei der Gelegenheit gleich mal wieder ein neues Schwert. So. Das Blöde ist, dass das alles nicht funktioniert, müssen wir einfach einmal alle Kisten durchgucken. Eisen! Da, 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 dam. So, also wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt Eisen und dann haben wir nämlich hier das umgedrehte T, die beiden Dinger und brauch auch Eisen. Ach du Scheiße, das ist sein. Dann gibt's da nur eine draus. Mann. So. Ja. Die hier. Zack, zack. Zack, zack. Yay. Das Messingbahn und Cast Iron, die haben wir aber glaube ich drüben, oder? Dann kommen wir hier mal. Komm, das nehmen wir mal alles mit. Und haben wir irgendwas, was wir verbrennen können? Ach guck mal, hier war auch noch Eisen gewesen. Gut, okay. Aktuell nichts, was wir brennen können, oder? Nee. Ja gut, dann bleibt das hier so, wie es ist. Und dann machen wir drüben weiter. So. Yay. Geiles Kappenstil. Ach, okay, ja. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Kürzlich einen Augenblick abgedulden. Ja, wir müssen uns jetzt erst ein wenig abgedulden. Und nach der Abgeduldung wird dann entsprechend weitergemacht.